Hallo zusammen! Vielleicht bist du auch einer der unzähligen Menschen, die Schwierigkeiten haben, eine gute Nachtruhe zu finden. Dabei bist du eigentlich müde und wälzt dich von einer auf die andere Seite und am Morgen wachst du müde und unausgeschlafen auf. Wenn dieses nur vereinzelt vorkommt, spricht man allerdings noch nicht von einer Einschlafstörung. Eine wirkliche Einschlafstörung besteht in der Regel dann, wenn man mehr als 30 Minuten benötigt, um einzuschlafen. Dies über 4 Wochen hinweg mehrmals die Woche. Die häufigsten Ursachen für Einschlafprobleme sind Sorgen, Konflikte, Stress und unbewältigte Probleme. Aber auch äußere Ursachen wie Medikamente, Licht, Lärm, eine zu warme Zimmertemperatur, aber auch elektromagnetische Frequenzen von Handys, Computern und anderer Elektronik wirken sich ungünstig aus. Als wären die möglichen Ursachen noch nicht genug, so könnten auch falsche Schlafgewohnheiten wie zum Beispiel unregelmäßige Schlafenszeiten oder zu lange Schlafenszeiten als mögliche Ursachen identifiziert werden. Schlaf ist jedoch sehr wichtig. Wenn du nicht genug Schlaf bekommst, baut dein Körper ab und funktioniert nicht richtig. Kognitive Fähigkeiten verschlechtern sich, motorische Fähigkeiten verlangsamen sich und die Energie sinkt, wodurch du ein höheres Risiko für Krankheiten hast. Daher solltest du mindestens 6, besser 8 Stunden Schlaf jede Nacht haben. Bevor du nun auf Einschlafhilfen wie zum Beispiel Tabletten zurückgreifst, solltest du mögliche Ursachen für deine Einschlafstörung identifizieren und diese aktiv bekämpfen. Nicht selten ist durch Anpassung und Umstellung deiner Gewohnheiten das Problem gelöst. Wenn alles nichts helfen will, solltest du es dennoch vermeiden, Medikamente einzunehmen. Diese sind zwar ein einfacher Weg und helfen schnell, sind aber auch unheimlich schädlich für die Gesundheit und wirken den natürlichen Fähigkeiten deines Körpers entgegen. Folgen der Einnahme von Schlaftabletten können sein: Schwindel, Verstopfungen, Magenschmerzen, Aufmerksamkeitsdefizite und Gedächtnisprobleme. Bei längerfristiger Einnahme könnte es sogar zu Schäden des zentralen Nervensystems kommen. Eines der besten natürlichen Heilmittel zur Bekämpfung deiner Einschlafstörung ist ein selbstgemachter Bananen-Zimt-Tee. Der hohe Anteil Kalium und Magnesium, der in Bananen und vor allem in der Bananenschale enthalten ist, hilft bei der Entspannung deines Nervensystems, der Muskulatur und lindert Schmerzen. Der Zimt hingegen senkt den Blutzuckerspiegel und regelt diesen auf natürliche Weise. Ein falscher Zuckerspiegel könnte dazu führen, dass man nachts Energie hat und während des Tages müde ist. Für deinen Bananen-Zimt-Tee brauchst du eine Banane mit Schale, einen kleinen Topf Wasser und ein wenig Zimt. Schneide beide Enden der Banane ab. Diese legst du inklusive Schale in einen Topf mit kochendem Wasser, fügst Zimt hinzu und lässt beides für 10 Minuten kochen. Anschließend kannst du deinen Einschlaftee genießen und nach eigenem Ermessen und Geschmack noch mehr Zimt hinzufügen. Wenn du für gewöhnlich deinen Tee gerne süß, dann eignet sich Stevia am besten, da es den Blutzuckerspiegel nicht erhöht. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß beim Ausprobieren. Wir würden uns freuen, wenn du deine Meinung mit uns teilst und einen Kommentar hinterlässt. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns mit einem Daumen nach oben und teile diese mit deinen Freunden. Um keine weiteren Tipps, Tricks und interessante Informationen zum Thema Gesundheit zu verpassen, abonniere unseren Kanal.